So, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen im Landesarchiv Nordrhein-Westfalen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Auftaktveranstaltung unserer Ausstellung und Vortragsreihe zum Thema Mauern. Ich möchte eigentlich sagen, endlich dürfen wir nach längerer Zwangspause wieder mit Vorträgen und Publikumsveranstaltungen ganz behutsam und unter Wahrung der Corona-bedingten Sicherungsmaßnahmen. Sie haben vielleicht eben mitbekommen, dass wir eben auch den Livestream haben. Also eben unter Wahrung dieser Sicherungsmaßnahmen aus unseren Schätzen im Landesarchiv Dinge öffentlich präsentieren. Im Rahmen der 43. Duisburger Akzente haben wir uns dafür das Beispiel Strafvollzug ausgesucht und wollen Ihnen anhand historischer Filme, Fotos, Plakate und Dokumente einen Einblick in das Leben von Häftlingen hinter Mauern geben. Das begleitende Vortragsprogramm läuft bis zum Juni und wird verschiedene Aspekte der Geschichte des Strafvollzugs in Nordrhein-Westfalen vorstellen. Heute macht der Kollege Dr. Meuch mit einem Film zum Strafvollzug den Auftakt. Ich will Sie gar nicht lange sozusagen von den Inhalten abhalten, die Ihnen gleich meine Kollegin, die Abteilungsleiterin der Abteilung Rheinland, Frau Dr. Wiech, vorstellen wird. Und wünsche Ihnen und uns allen einen interessanten Abend. Und ich bin auch schon ganz gespannt auf den Film von Herrn Meuch. Frau Wiech, darf ich es Ihnen übergeben? Ja, herzlich willkommen auch von mir hier im Landesarchiv. Nach 2 Jahren die erste neue Ausstellung, die erste neue Vortragsreihe. Ich freue mich sehr, dass wir das hier jetzt starten können. Sie können es ein bisschen am Thema unserer Veranstaltungsreihe und an der Ausstellung entnehmen. Wir hatten das Ganze eigentlich schon im letzten Jahr geplant. Letztes Jahr hatten die Akzente, die dann ja nicht stattfinden konnten, das Rahmenthema Mauern. Und wir haben uns im Landesarchiv lange überlegt, was können wir dazu beitragen, und sind dann darauf gekommen, dass die höchsten Mauern, die eine Gesellschaft heute in einer Demokratie für ihre Bürgerinnen und Bürger errichten kann, sind die des Strafvollzugs. Und dazu haben wir wirklich jede Menge Quellen hier im Landesarchiv und konnten da wirklich auch für unsere Ausstellung aus dem Vollen schöpfen. Der Abend hier heute ist ja nicht nur der Start unserer Vortragsreihe, sondern auch die Eröffnung der Ausstellung. Sie können die draußen im Ausstellungsraum besichtigen, und wir haben dort nach verschiedenen Themengebieten zeigen wir das Leben hinter den Mauern des Strafvollzugs. Nicht nur für die Gefangenen, sondern auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Haftanstalten vom 20. Jahrhundert bis heute. Also es gibt auch sehr aktuelle Bezüge in der Ausstellung. Und wir thematisieren auch alle Fragen von Freiheitsentzug bis hin zur Resozialisierung. Das Ganze heute ist der Auftakt der Veranstaltungsreihe mit dem Filmabend. Ich stelle Ihnen gleich den Referenten vor, und dann können wir mit der Einführung in den Film starten. Ich kann aber gerade auch noch ein paar andere Worte dazu sagen, was noch kommt, damit ich Ihnen ein bisschen vielleicht Geschmack auf mehr machen kann. Wir setzen die Reihe direkt in der nächsten Woche fort. Das ist dann ein Vortrag von Bastian Flehrmann zur Ulmer Höhe, einem Gefängnis in Düsseldorf, mittlerweile geschlossen, und zur Geschichte dieses Gefängnisses im Nationalsozialismus. Er hat dazu ein Buch publiziert, überwiegend mit Quellen unseres Hauses. Und das ist ebenfalls ein Vortragsabend, der im Rahmen der Akzente nächste Woche stattfinden wird. Dann haben wir eine kurze Pause bis Anfang Mai, machen dann am 3. Mai mit Stefan Wette weiter, einem Gerichtsreporter, der auch einen Podcast betreibt. Und der wird über seine Arbeit als Gerichtsreporter in Nordrhein-Westfalen berichten. Dann wieder ein Vortrag, der ganz nah an unseren Quellen ist. Markus Felke Schmidt, ein Historiker von der Universität Bonn, der über Freiheitsentzug im Zusammenhang mit dem Paragraph 175 sprechen wird. Auch ein Thema, das wir im Übrigen in der Ausstellung thematisieren, in der Vitrine zu Unrecht hinter Mauern. Und last but not least haben wir Inge Reu hier von der JVA Duisburg-Hamborn.
Die wird über das Projekt Podcast berichten. Auch das hat enge Bezüge zu unserer Abteilung Rheinland hier im Landesarchiv, weil wir unter anderem diesen Podcast, das ist also ein Podcast aus dem Strafvollzug, auch hier archivieren. Sie sehen also, es folgen noch jede Menge interessante Veranstaltungen. Aber heute starten wir zunächst mal mit dem Filmabend. Es ist ein Film, der hier in der Abteilung Rheinland archiviert wird. Und ich darf Ihnen den Referenten vorstellen. Vielleicht ganz kurz vorab, weil ich das gerade eben vergessen hatte. Wir streamen ja heute auch auf YouTube. Nochmal kurz der Hinweis, Sie können hier natürlich im Saal nachher Fragen stellen. Wir werden nach dem Filmabend auch eine Diskussionsrunde machen. Aber tatsächlich natürlich auch im Livestream. Also nutzen Sie gerne auch die Chat-Funktion bei YouTube. Dr. Matthias Meusch, mein Kollege und Stellvertreter hier im Haus, hat an der Universität Gießen und an der University of Illinois Geschichte und Anglistik studiert, hat 1998 promoviert mit einer Dissertation über Fritz Bauer und die Aufarbeitung, juristische Aufarbeitung des Nationalsozialismus in Hessen. Er war dann zeitweise Mitarbeiter am Institut für medizinische Geschichte der Uni Gießen und dann hatte ich das Vergnügen, mit ihm zusammen die Ausbildung am Staatsarchiv Münster und an der Archivschule Marburg von 1999 bis 2001 machen zu dürfen. Seit 2001 arbeitet er am Hauptstaatsarchiv Düsseldorf bzw. der jetzigen Abteilung Rheinland und in verschiedenen Funktionen und mittlerweile als Dezernatsleiter im Dezernat R2, das ist unser Dezernat für Bestände vor 1816, nicht staatliches und nicht schriftliches Archivgut. Und zum nicht schriftlichen Archivgut zählt natürlich auch der Film. Und in der Funktion ist er heute als Experte hier. Matthias. Ja, liebe Martina, vielen Dank für die Begrüßung und Einführung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der knapp halbstündige Film, den wir uns gleich zusammen anschauen wollen, trägt den Titel Unsichtbare Mauern. Er entstand im Jahr 1981 und wurde von der Landeszentrale für politische Bildung Nordrhein-Westfalen bei der Uwe Beetz Filmproduktion in Auftrag gegeben. Regie führte damals Rainer Thyssen. Leider liegen uns über die Produktionsfirma und den Regisseur keine weiteren Erkenntnisse vor. Und auch keine anderen Filme befinden sich von diesem Team in unseren Beständen. Wir zeigen Ihnen gleich ein von einem externen Dienstleister angefertigtes, hochwertiges Digitalisat einer 16mm Vorführkopie, die im Jahr 1994 durch die Landeszentrale für politische Bildung an das damalige Hauptstaatsarchiv Düsseldorf abgegeben wurde. Im Filmbestand unseres Hauses befinden sich auch das Originalnegativ sowie ein weiteres Duplikatnegativ, alles im für solche dokumentaren Schulungsfilme üblichen 16mm Format. Sie werden im Film, das schicke ich gleich voraus, hier und da einige Verschmutzungen sehen. Diese rühren noch von der Herstellung der 16mm Vorführkopie her und konnten deshalb im Zuge der Digitalisierung nicht beseitigt werden. Dies wäre nur durch eine aufwendige digitale Nachbearbeitung oder einen Rückgriff auf das Negativ möglich gewesen, was allerdings, das muss man deutlich sagen, die Digitalisierung erheblich verteuert hätte. Ich habe schon angedeutet, dass wir über den Film selbst leider gar nicht so viel wissen, deswegen kann ich Ihnen hier auch keine filmwissenschaftliche Analyse des Films bieten und werde dies auch nicht tun. Ich will Sie mit einigen wenigen Worten darauf vorbereiten, was Sie erwartet und wie das im Film Dargestellte historisch eingeordnet werden kann. Dabei ist diese Einführung, auch das möchte ich betonen, nicht als Vortrag zum Strafvollzug in NRW zu verstehen, sondern eher im Sinne eines Impulsreferats, das vielleicht geeignet ist, zusammen mit dem Film eine Diskussion über diese Thematik anzuregen. Der Film scheint seit seiner Entstehung keinen großen Bekanntheitsgrad erreicht zu haben. Er findet sich in keiner der einschlägigen Online-Filmdatenbanken. Und doch ist es ein erstaunlicher und mutiger Film geworden. Er rückt Strafgefangene und deren Familien in den Mittelpunkt seiner Betrachtung. Er beschreibt eindringlich, welche drastischen, negativen Auswirkungen die Haft auf den Gefangenen und deren Angehörige hat, sucht aber die Schuld nicht etwa ausschließlich beim Delinquenten und seiner Tat, sondern
etwas überspitzt formuliert, in einer Gesellschaft, die diese Tat erst ermöglicht hat und den Täter nun ausgrenzt. Für diese Ausgrenzungen sind die verschiedenen unsichtbaren Mauern verantwortlich, die der Film im Einzelnen thematisiert. Über die von den im Film gezeigten Strafgefangenen begangenen Taten erfährt der Zuschauer übrigens nichts. Diese bleiben als für die Aussagen des Films irrelevant im Dunkeln. Lassen Sie uns aber vielleicht zunächst ein klein wenig zurückblicken auf die jüngere Geschichte des Justizvollzugs, die wir Ihnen auch in unserer Ausstellung in Wort und Bild präsentieren. Es ist noch nicht allzu lange her, dass das Gefängnis oder das Zuchthaus fast ausschließlich dem Wegsperren des Delinquenten dienten. Neben dem Schutz der Gesellschaft vor dem Übeltäter erhoffte man sich mithilfe der Strafe an sich, des Freiheitsentzugs, wie auch durch Arbeit die Besserung des Täters. Nach Verbüßung der Haft wurde der mehr oder weniger geläuterte Gefangene irgendwann wieder in die Gesellschaft entlassen. Im Zentrum der Strafe stand die Sühne, der Täter hatte für seine Tat gegenüber der Gesellschaft zu büßen. Sinnbildlich für diesen Strafvollzug stehen der Hofgang, der darin bestand, eine halbe Stunde im Kreis herumzulaufen, der schon durch Hans Fallada bekannte Blechnapf oder die Arbeit, etwa das Knüpfen von Fußabtretern im Akkord. Diese Art des Strafvollzugs führe, so ein Filmbeitrag aus dem Jahr 1965, aus dem diese Bilder stammen, zu einer Rückfallquote von 70%. Zitat: Der Häftling reißt seine Zeit ab und bleibt immun gegen erzieherische Einflüsse. Der Bericht beschreibt den Vollzug in Baden-Württemberg. Zu dieser Zeit war der Justizvollzug eine alleinige Angelegenheit der Länder. Dennoch dürfte es im Rest der Republik nicht viel anders ausgesehen haben. Bereits 1958 hatte eine Gruppe von Justizvollzugsbeamten nach einer Tagung in der Evangelischen Akademie Bad Boll die Missstände im Strafvollzug in einer Denkschrift zusammengefasst. Neben der Überbelegung von Haftanstalten wurde vor allem der Mangel an pädagogischer Ausbildung der Beamten beklagt. Beides führe dazu, so der Leiter der Tagung, dass die Menschen, Zitat, nicht zurechtgebracht, sondern zerbrochen und abgestumpft würden. Im Februar 1961 widmete der Westdeutsche Rundfunk einen Beitrag in Hier und Heute der Ausbildung der Justizvollzugsbeamten an der Strafvollzugsschule Remscheid-Lüttringhausen. In einem Interview betonte der stellvertretende Zuchthausdirektor, so wurde er genannt, dass die Aufsichtsbeamten, die nicht mehr Schließer genannt werden sollten, auch erzieherische Aufgaben hätten, für die sie ausgebildet werden müssten. Man lege großen Wert darauf, dass die Arbeit am Menschen, die Resozialisierungsarbeit im Vordergrund stehe. In der ein Jahr darauf verabschiedeten bundeseinheitlich gültigen Strafvollzugsordnung wurde als Ziel die, Zitat, Persönlichkeitserforschung als Ausgangspunkt einer Differenzierung des Strafvollzuges festgehalten. Im NDR-Fernsehen wies der niedersächsische Justizminister Arvid von Nottbeck darauf hin, diese neue Strafvollzugsordnung diene ausdrücklich der, Zitat, Resozialisierung des Täters, das heißt seiner Vorbereitung für das freie Leben. Sehr wichtig sei dabei die Beeinflussung und Ausbildung des Gefangenen. Der Minister forderte die Bemühung um die Wiederaufnahme des Täters nach Verbüßung seiner Strafe von der Gesellschaft draußen im freien Leben. Eine seinerzeit angesehene Reformerin im Justizvollzug war Helga Einseler, Leiterin der Frauenstrafanstalt in Frankfurt-Bräuningsheim, damals die einzige Leiterin einer Justizvollzugsanstalt überhaupt. Bei einer Tagung von Juristinnen aus ganz Europa im Juni 1963 beklagte sie vor der Presse, das Personal in den Haftanstalten sei noch nicht genügend ausgebildet und erheblich unterbezahlt. Vor allem verhinderten die Ressentiments vieler unserer Mitbürger die Wiedereingliederung derer, die durch die Strafe bezahlt haben für ihr strafbares Verhalten und die es ernsthaft vorhaben, sich wieder in die Gesellschaft zurückzugliedern. Dass dieser Strafvollzug nicht nur einer Demokratie unwürdig war, sondern der Gesellschaft, die für diese Zuchthäuser und Gefängnisse ja auch noch zahlen musste, keine wirkliche dauerhafte Verbesserung ihres delinquenten Anteils erbrachte, erkannten und propagierten Strafrechtsreformer wie Helga Einseler spätestens seit den 1950er Jahren. Stellvertretend für viele Politiker, Soziologen und Juristen sei an dieser Stelle der damalige Generalstaatsanwalt von Hessen, Fritz Bauer, genannt.
Die Kollegin hat es eben erwähnt, ich habe über den Herrn promoviert und konnte nicht umhin, ihn hier auch mal als Strafrechtsreformer vorzubringen. Bauer, der in den letzten Jahren durch einige Kino- und Fernsehfilme, in denen er immerhin von renommierten Mimen wie Burkhard Klausner, Ulrich Nöten oder Gerd Voss verkörpert wurde, vor allem als Nazi-Jäger bekannt wurde, war in den 1950er und 60er Jahren auch einer der engagiertesten Strafrechtsreformer der Bundesrepublik. Bauer und seine Mitstreiter wollten weg von einem Schuld- und Sühnestrafrecht und einem Strafvollzug, der Gefangene einfach nur wegsperrte, hin zu einem Strafrecht, das zum einen die Verantwortung der Gesellschaft für die Delinquenz mit einbezog und zum anderen auf eine Resozialisierung oder in einigen Fällen auch Sozialisierung des Gefangenen abzielte. Nur dies entspreche den Gedanken des Grundgesetzes. Ich zitiere: Ein demokratischeres Strafrecht beruht nicht auf einem Oben und Unten, auf der Repression, sondern auf der Gleichheit und Solidarität aller Staatsbürger und zielt auf Sozialisierung oder Resozialisierung des Täters aus dem Geist mitbürgerlicher und mitmenschlicher Verantwortung. So Fritz Bauer im Jahr 1962. Er warnte vor einem seiner Meinung nach falschen Menschenbild, das von der Fähigkeit eines jeden ausgehe, sich frei für Recht oder Unrecht zu entscheiden, und forderte im Strafrecht die wissenschaftlichen Erkenntnisse der Psychoanalyse, der sozialen Milieuforschung und der Psychologie der Massen anzuerkennen. Schon 1955 hatte er es in einem seiner zentralen Aufsätze mit dem Titel »Im Kampf um des Menschenrechte« noch etwas prosaischer ausgedrückt. Politiker und Beamte können nie genug von dem wissen, was außerhalb ihrer Mauern gefühlt und gedacht wird. Strafrecht sei seinem Wesen nach Menschenbehandlung wie die Medizin und Pädagogik. Nicht die Tat, sondern der Täter müsse im Mittelpunkt stehen. Es sei einfach, einen Jähzornigen zur Einhaltung der Gesetze zu ermahnen. Die viel schwierigere und eigentliche Aufgabe aber sei es, aus dem Jähzornigen einen Sanftmütigen zu machen, so damals Fritz Bauer. Es kam seit der zweiten Hälfte der 1960er Jahre tatsächlich zu Reformen. So wurde in der Bundesrepublik durch das erste Strafrechtsreformgesetz das Zuchthaus zum 1. April 1970 abgeschafft. Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, Vorträge, Theater und andere Freizeitbeschäftigungen wurden eingeführt. Im Jahr 1973 untersagte das Bundesverfassungsgericht in seinem berühmten Lebach-Urteil die Ausstrahlung eines ZDF-Fernsehspiels über einen Raubmord in einem Bundeswehrdepot, da dieses die Resozialisierungschancen eines der Täter in erheblichem Maße beeinträchtigen würde. Und doch blieb die Realität hinter den Gefängnismauern noch viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, zum Teil bis heute, hinter den ganzen Postulaten der Reformer zurück. Im April 2018 beklagte die Sendung Report Mainz in einem Beitrag das Versagen des Justizvollzugs, vor allem aufgrund von Personalmangel in den Gefängnissen. Der ehemalige Leiter des Strafvollzugs in Schleswig-Holstein sprach in der Sendung von Staatsversagen. 2020 kritisierte die Strafrechtlerin Gabriele Ketsch-Traub, der Strafvollzug müsse moderner und effektiver werden, es gebe viel Verbesserungsbedarf. Konfrontiert mit dem oben erwähnten Filmbericht über den Strafvollzug in Baden-Württemberg aus dem Jahr 1965, konstatiert die Wissenschaftlerin: Die damaligen Aufnahmen seien schwarz-weiß, heute wären sie farbig, in der Sache habe sich aber seitdem nicht sehr viel geändert. Zwar habe ein Umdenken eingesetzt und es gäbe Ansätze, die Resozialisierung Haftentlassener zu ermöglichen, aber die Gesellschaft wolle sich nicht mit dem Strafvollzug befassen. Gefangene hätten keine Lobby und stießen nach wie vor auf viel Ablehnung und wenig Toleranz. Und auch der Film aus dem Jahr 1981, den wir uns gleich anschauen werden, spricht hier eine deutliche Sprache. Ein Großteil des Films wurde in der Justizvollzugsanstalt Rheinbach gedreht, von der ich Ihnen hier einige Aufnahmen zeigen kann. Zwar können Fortschritte im Justizvollzug nicht geleugnet werden, so gibt es sinnvolle Beschäftigungsmöglichkeiten für die Gefangenen. Eigene Büchereien, Aus- und Weiterbildungsangebote bis hin zu Schul- und Berufsabschlüssen, Theater, Musikensembles, Gefangenenzeitschriften, Vorträge, Sportangebote, psychologische Beratungsangebote und anderes mehr. In unserer Ausstellung können Sie vieles dazu erfahren. Und doch zeigt der Film die Defizite bei der gesellschaftlichen Wiedereingliederung auf.
da Gefangene eben doch in der Hauptsache verwaltet würden. Niemand im Justizvollzug sehe sich für den ganzen Menschen und seine Persönlichkeit verantwortlich, vielleicht mit Ausnahme des Gefängnisseelsorgers, so eine der Aussagen im Film. Hinzu kämen die unsichtbaren Mauern aus Abwehr, Distanz, Ablehnung und Vorurteilen in der Gesellschaft, aus sozialer Not, sozialer Schwäche und gestörten, wenn nicht zerstörten, persönlichen Bindungen, die dem Strafgefangenen auch nach seiner Entlassung begegneten. Der Film führt dies dem Zuschauer eindringlich vor Augen, in Form von Gesprächen mit Gefangenen, Haftentlassenen, deren Familien und dem Bürger auf der Straße. Die Rückfallquote liegt derzeit bei immerhin noch 45%, wobei Strafrechtler es schon als Erfolg verbuchen, wenn der Rückfall in einer geringfügigeren Deliktgruppe erfolgt als die erste Straftat. Zum Beispiel, wenn ein wegen Körperverletzung verurteilter und nach Verbüßung seiner Haft entlassener Mensch nur wegen eines Diebstahlsdelikts rückfällig wird. Lassen Sie mich abschließend noch einmal auf die Tagung der Evangelischen Akademie Bad Boll im Jahr 1958 zurückkommen. Der Direktor der Akademie, der renommierte Theologe Eberhard Müller, zeigte sich in einem Fernsehbeitrag ehrlich erschüttert über die Ergebnisse der Tagung und den Zustand des Justizvollzugs. Bemerkenswert ist in unserem Zusammenhang seine Aussage, er fühle sich auch persönlich betroffen und besorgt, vor allem als Vater. Er habe, Zitat, eine Reihe von Kindern und er könne sich nicht sicher sein, ob nicht irgendwann eines dieser Kinder, Zitat, aus Leichtsinn oder aus Versehen oder vielleicht auch durch schlechte Kameraden plötzlich mit den Gesetzen in Konflikt komme. Und nun stelle ich mir vor, so Müller, dass statt, dass diesem Kind zurechtgeholfen wird, es zusammengepfercht wird in einem Strafvollzug, in einem Massenbetrieb und nur im Grunde genommen ein Ansteckungsvollzug sich ereignet, aber keine irgendwelche Erziehung. Diese bemerkenswerte und in ihren Grundzügen offenbar nach wie vor gültige Aussage zeigt die Diskrepanz auf zwischen den Vorbehalten der Gesellschaft gegenüber den Delinquenten nach dessen Strafverbüßung und der Tatsache, dass letztlich kein Mitglied eben dieser Gesellschaft davor gefeit ist, selbst auf einer Anklagebank oder gar im Gefängnis zu landen. In diesem Sinne wollen wir unseren Filmabend nun fortsetzen und ich bitte darum, den Film zu starten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Gefängnismauer. Dahinter wird Recht vollzogen. Schützen wir uns vor Kriminellen noch besser durch unsichtbare Mauern? Errichten wir diese unsichtbaren Mauern vielleicht unbemerkt und unbewusst? Weggeschlossen hinter Gittern halten wir den Straffälligen für ungefährlich. Vergeltung und Sühne nur durch Freiheitsentzug? Alles wie anno dazumal? Ich bin am 1. Oktober entlassen worden aus dem Gefängnis und ich halte von langen Haftstrafen nicht viel. Ich möchte sagen, die Strafe soll angemessen sein, wenn es überhaupt eine Strafe sein soll, nach unserer heutigen Auffassung. Heute soll ja keiner mehr bestraft werden, sondern heute sollen die Leute ja, ich möchte bald sagen, umerzogen werden. Ich glaube nicht, dass man mit harten Strafen jemanden auf den rechten Weg bringen kann. Man soll es eigentlich auf den rechten Weg führen und belehren. Wenn kein Effekt dabei ist, kein Besserungseffekt, hatte ich nichts davon. Ich würde sagen, man sollte ein bisschen humaner die ganze Sache sehen. Beim ersten Mal den Leuten Mann noch oder die Leuten noch eine Chance geben. Wenn jemand was wirklich angestellt hat, muss er auch hinter Schloss und Riegel. Mit Gesprächen mit Inhaftierten in Rheinbach und Werl habe ich die Erfahrung gemacht, dass wenn einer 3 oder 4 Jahre in Haft ist, dass man ihm praktisch schon sagen kann, er ist K.O. Fortschrittliche Meinungen. Aber wie steht es mit dem wirklichen Verhalten gegenüber Strafentlassenen?
bauen wir nicht doch Mauern der Distanz und Abwehr auf? Unsichtbare Mauern aus Ablehnung und Vorurteilen. Am Rande unserer Städte hausen viele der Gescheiterten und Schwachen. Zahlreiche Straffällige kommen aus den Randgruppen unserer Gesellschaft. Bereits vor der Ersttat sind sie ängstlich und aggressiv, oft gefühlskalt und verwirrt. Ihre Schwäche macht sie verführbar. Die erste unsichtbare Mauer, die soziale Not. Geldmangel und Schulden zeigen nur die Oberfläche. Meine Familie ist mit 7 Köpfen. Leben nur von Rente. 13, 88 bekomme ich nur Rente. Und die Kinder, was haben die für Chancen? Ja, keine Chance, nichts. Die bleiben arm. Der Alltag wird bereits für viele zu einem unlösbaren Problem. Armut ist für sie oft eine Kränkung. Man fühlt sich zurückgesetzt, benachteiligt. Den Bruch zwischen Wunsch und Wirklichkeit glaubt mancher durch die Tat verhindern zu können. Eigentumsdelikte stehen bei ihnen an der Spitze. Den Respekt vor dem Besitz der anderen verliert mancher schon in der Kindheit. Selbst beim Einkauf des täglichen Brots fehlen oft Maß und Ziel. Man kauft das Feinste und Teuerste, solange das Geld reicht oder der Kredit. Kaufen als Ersatzhandlung, gleichziehen mit den Erfolgreichen. Bleibt nun die Frage, wie kommt man an die Dinge ran? Teure Geschenke als Liebesbeweis sind oft der Versuch, Familienstreit zu schlichten. Gier und Gewalt machen blind für Gefahrensignale. Durch soziale Schwäche in den Knast gekommen, baut sich schnell die zweite Mauer auf. Der Abbau der Persönlichkeit. Erfahrungen eines psychisch kranken Häftlings. Wenn ich die Arbeit nicht hätte, sähe es schlimm aus. Ich habe im April einen Antrag gestellt, während der noch verbleibenden Haft mir reichlich Arbeit zu versorgen, da ich schwermütig bin und mich mit Selbstmordgedanken herumtreibe. Haben sich durch Ihre Haft die Beziehungen zur Familie verändert? Für mich ist die Bindung zur Frau total im Eimer. Die Kinder sind das Einzige, was mich hält. Sonst, wenn die nicht wären, hätte ich schon längst Selbstmord begangen. Nur eins ist sicher, ich möchte in die Familie nicht mehr zurück. Ich kann es nicht mehr. Wenn ich wieder in die Familie zurückgehe, verfalle ich wieder dem Alkohol und dann wäre es besser, gleich einen Antrag zu stellen an den Anstaltsleiter, einen hier zu behalten, wie in die Familie zurückzugehen. Kommen Sie denn so bindungslos draußen klar? Ich habe jetzt am 18.02. eine Anhörung auf Reststrafe durch meine Krankheit. Ansonsten geht die Tür für mich am 26.06. dieses Jahres auf. Ich habe schon einen Antrag gestellt beim Sozialamt auf Hilfe. Und wenn ich rauskomme und im Moment nichts habe, dann könnte ich mich an die Organisation für besondere Lebenslagen wenden. Und das ist wieder, auf Deutsch gesagt, Pennerasyl. Also hänge ich dann praktisch wieder zwischen Alkohol. Und was ist dann? Was glauben Sie, würde Ihre Frau Sie unterstützen, wenn Sie wieder aus dem Knast rauskommen? Nein, kein bisschen. Im Gegenteil, mir ist noch während der Haft einiges an privates Eigentum abhandengekommen. Ne? Knast ist für mich eine Quarantänestation. Irgendwie wird hier drin geistige Inzucht betrieben. Ich kann gar nicht merken, wie dumm ich geworden bin oder wie unfähig ich geworden bin, mit anderen Menschen umzugehen. Weil die Menschen, mit denen ich tagtäglich umgehe, unter genau denselben oder genau den gleichen Bedingungen lebe. Jedes Mal, wenn die Tür sich praktisch öffnet und es kommt ein neuer Patient in diese Quarantänestation hinein, dann merke ich persönlich erstmal, wie abgestumpft ich doch in verschiedenen Dingen bin, in Kleinigkeiten, die ich nach 3,5 Jahren Knast mich nicht mehr wahrnehmen. Das fängt an bei den räumlichen Gegebenheiten. Ich kann mir vorstellen, dass für jeden, der frisch von draußen reinkommt, ein Schock ist,
dass man im gleichen Raum isst, schläft, seinen Notdurft verrichtet, einen Mülleimer ohne Deckel hat, dass man praktisch 23 Stunden im gleichen Raum ist. Das ist für mich nach 3,5 Jahren Inhaftierung leider schon zur Normalität geworden. Hat die Haftstrafe denn für Sie überhaupt einen Sinn? Ich glaube, dass ich den Blick für die Inhaftierung, für den Sinn meiner Inhaftierung total verloren habe. Ich meine, irgendeine Form der Bestrafung muss einfach stattfinden. Muss deshalb stattfinden, weil die Gesellschaft, die menschliche Gemeinschaft sich halt gewisse Regeln auferlegt hat. Nur finde ich, dass die gleiche Gesellschaft, die sich Regeln auferlegt und Verstöße dagegen mit Gefängnis bestraft, das Gefängnis nicht so als Schutzanstalt, als Schutzhülle vor Kriminellen sieht. Denn aus diesem Schutz kommen die Kriminellen eines Tages wieder raus. Und wenn diese Schutzhülle nicht an den Menschen gearbeitet wird, dann, wenn einem Menschen hier drin nicht die Gelegenheit geboten wird, an sich zu arbeiten, dann kommt er nicht anders raus, wie er reingekommen ist. Besuch durch die Eltern. Wie verarbeitet der inhaftierte Sohn die Begegnung? Im Moment empfinde ich natürlich eine gewisse Vorfreude auf das Wiedersehen. Der Verarbeitungsprozess nach dem Besuch, dieses Nachdenken, Nacherleben des Besprochenen, wird stellenweise zur Belastung. Ansonsten habe ich persönlich das Gefühl, dass während eines Besuches vom ersten Moment an ein gewisses Stillhalteabkommen abgeschlossen wird. So nach dem Motto, wir erzählen dir recht wenig von unseren Problemen draußen und ich erzähle euch recht wenig von den Problemen hier drinnen. Da wäre ich nicht inhaftiert worden. Weiß ich nicht, ob ich dieses Verhältnis zu meinen Eltern heute hätte, wie es jetzt besteht. Jetzt, heute, im Moment. Nur, ich glaube, dass der Preis, den meine Eltern dafür zahlen mussten, einfach zu hoch war. Denn wenn ich meine Mutter heute ansehe, dann hat sie sich zwar etwas gefangen, aber die Spuren, die meine Inhaftierung, besonders meine Tat, bei ihr hinterlassen hat, ja, die ist auch mit Kosmetika nicht mehr zu übertünchen. Der äußere Habitus meiner Mutter, ganz besonders meiner Mutter, doch insbesondere die Gesichtszüge, dieses gewissermaßen plötzliche Altern, ist für mich der sichtbare Maßstab der Stresssituation, den meine Familie draußen ausgesetzt ist. Das ist für mich natürlich schon eine enorme Belastung, denn unabhängig von meinem Delikt, von meiner Tat, kann ich optisch wahrnehmen, dass ich auch meine Familie bestraft habe. Ich glaube, während der ersten Tage, Wochen und Monate nach meiner Tat war die Familie wohl sehr zerstritten. Und ich glaube, dass ich während 3,5 Jahre, vielleicht aufgrund dieser massiven Anfeindungen von draußen, denen meine Familie ausgesetzt war, dass sie in sich etwas geschlossener geworden ist. Den Eindruck habe ich heute. Und dass von daher die Familie auch für mich mehr Halt ist, als vielleicht noch vor Monaten. Und ich möchte meine Eltern endlich das gemeinsam erleben, was vielleicht andere schon seit einigen Jahren haben, halt ein vernünftiges Familienleben, in dem man miteinander reden kann, in dem die Meinung des anderen toleriert wird und in dem eine andere Meinung nicht gleich einen persönlichen Angriff ausartet. Das waren sich die Formen des Familienlebens, die ich in meiner Jugend kennengelernt habe, weil meine Eltern wohl auch ziemlich unreif waren. Bedingt durch die Inhaftierung finden jetzt seit längerem eigentlich zum ersten Mal Gespräche statt. Gespräche erst auf brieflicher Ebene, dann bei Besuchen. All das hat es früher eigentlich nicht gegeben, weil ich meine Eltern aus dem Wege gegangen bin und vielleicht meine Eltern auch mir aus dem Wege gegangen sind. Wenn ich weiß heute, dass mein Vater unmittelbar nach der Tat das Verlangen hatte, sich von mir zu distanzieren. Allerdings auf mehr oder weniger massiven Druck meiner Mutter hin, hat dieses Verlangen doch unterdrückt. Und ich glaube, dass er auch heute selbst froh darüber ist, dass er was damals geschafft hat. Und ich kann heute seine damalige Reaktion verstehen. Eine selten positive Entwicklung. Die Regel ist Distanzierung, oft Abbruch der Kontakte. Das aber ist die dritte unsichtbare Mauer. Ihre Steine sind die gestörten Bindungen. Was empfinden die draußen bei den Besuchen? Furchtbar ist es. Ja, es ist nicht sehr angenehm. Versteht man sich denn überhaupt? Ich meine, mit der Zeit entfremdet man sich, weil hier ganz andere Ansichten sind, die draußen. Und die will man irgendwie in Verbindung bringen, aber das geht nicht. Wenn man was draußen erlebt, hier reinbringen will, das ist unmöglich. Wie reagierte die Umwelt, die Nachbarschaft?
Tja, Schatz, die Umwelt. Ich meine, es ist natürlich heute bei der Umwelt, nach dieser Zeit, wo er jetzt schon drin ist, wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aber die erste Zeit war natürlich sehr schlimm für uns. Wenn ich dann an den Briefkasten ging und waren dann Ausschnitte von der Zeitung drin, immer wieder. Wenn man gedacht, das ist ein bisschen Sand drüber gewachsen, dann wurde man wieder durch das erinnert. Oder es wurden zum Beispiel, wurde bei uns im Haus eine Wohnung frei und da wurde mir dann durch die Blume beigebracht, dass die und die, die gerne gemietet hätten, aber das, was da passiert wäre in so einem Haus, könnte man nicht leben. Und heute sind über 3 Jahre vorbei und wir haben dann nachher gedacht, es ist unser Sohn und es bleibt unser Sohn und wir werden immer zu ihm stehen, ist egal, wie die Nachbarschaft oder so reagiert. Und haben dann eben nur für uns gelebt, haben uns ziemlich von allem zurückgezogen und haben versucht, uns gegenseitig zu helfen, nicht durch andere Hilfe. Ich meine, ich war beim öffentlichen Dienst und eben auf diesen Punkt hin hat man mir, ich muss sagen, nicht so direkt, aber so ein bisschen durch die Blume dann eben auch beigebracht, dass ich auf so einen Fall hin eben beim öffentlichen Dienst nicht mehr tragbar wäre. Wird man unter so massivem Druck unsicher, ändert man seine Haltung? Also bei mir ist es Gleiche geblieben. Es kann sich an für sich nicht ändern. Ich bin da ja schon mal ein bisschen wankelmütiger da drin, aber dass ich natürlich immer zu ihm stehe und auch werde, das ist natürlich schon klar. So viel Verständnis finden nur wenige Inhaftierte bei ihren Angehörigen. Angst und Enttäuschung steigern sich oft mit der Zahl der Besuche. Ausflüchte und Entschuldigungen werden erfunden, die Bindungen zerbrechen. Wer jemals hinter Gittern saß, kennt die unsichtbaren Mauern. Er weiß, was auf ihn und seine Angehörigen zukommt. Doch Selbsterkenntnisse und Eingeständnisse sind selten. Mauer 1, die soziale Not. Erfahrungsberichte. Die erste Stufe, Kindesleben. Zu Hause, wir Eltern. Dann Heim, die zweite und dritte Stufe. Und dann kam der Knast, die vierte Stufe, die eine Welle, die immer läuft. Für mich läuft die Welle, die läuft auch heute noch. Die läuft jetzt auch in meinem Leben. Ich merke das. Es herrscht immer Armut bei uns. Ich habe dann 4 Jahre Volksschule besucht. Konnte die Volksschule nicht weiter besuchen durch Einwirkung der Kriegsjahre. Ich habe eine Ausbildung angenommen als Kfz-Schlosser. Die konnte ich auch nicht ausführen, weil der Vater selbst krank war. Und es kam kein Geld rein irgendwo. Und dann hat man sich eben versteift, auf unreale Weise Geld zu beschaffen. Das Gefängnis als geschlossene Anstalt. Für viele Gefangene wird es zur psychiatrischen Anstalt. Depression und Drogen, Wahn und Sucht, Selbstmordgefährdung. Mauer 2, der Persönlichkeitsabbau. Erfahrungsberichte. Naja, ich vertrat das nicht. Ich habe mir den Gedanken rumgespielt, von heute auf morgen Schluss zu machen. Mich, also mir persönlich, wird nur eines interessieren, meine Kinder, meine 2 Kinder, die ich mit meiner Frau habe. Wenn die vernünftig versorgt sind, dann würde ich sagen, tschüss Uli, ich bin weg. Wenn ich schlafen ging, dachte ich auch, sollte ich das Leben nehmen. Da waren meine Kinder wieder, dann habe ich mir das wieder überlegt. So war das Tag und Nacht. Ich habe während der Haft ein Auge verloren durch Selbstbeschädigung, weil ich Hand an mir selbst gelegt habe, weil ich einfach das nicht mehr verkraften konnte. Die Jahre, die waren zu viel für mich. Vor allen Dingen, wie mein Mann inhaftiert war. Ich bin 25, haben Sie schon erlebt, dass eine 25-jährige Frau mit einem Hund ins Bett geht? Was soll ich mal sagen, das ist ein Mäuschen. Das ist er. Den habe ich als mein Liebling empfunden, innerhalb meiner Haftzeit. Und der lebt heute noch. Der ist mittlerweile, ist der 4, knapp 6 Jahre alt. Wenn meine Frau gegangen ist oder wenn ich in Nöten war,
Habe ich mal so gemacht. Gut. Das ist meine Heimat. Das ist mein Schatz. Das sind meine Kinder. Meine Kinder waren ja schon da gewesen. Und da war er. Hey, mein Schnuppi. In jeder vierten Zelle sitzt ein Familienvater. Jede zweite weibliche Gefangene ist Mutter. Schließt sich die Zellentür hinter einem Elternteil, dann wird der Familienzusammenhalt schwer gestört. Hilfsarbeit, Lernstörungen, Ausbildungsabbruch, Verwahrlosung, Heimeinweisung. So entsteht Stein für Stein die dritte Mauer. Die gestörten Bindungen. Alle drehen sich im Kreis. Der Täter drinnen und seine Angehörigen draußen. Tricks und Scheinlösungen für Probleme mit sich selbst werden hin und her geschoben. Mancher Sohn und manche Tochter tritt schneller in die Spur der Täter, als Vater oder Mutter merken oder die Behörden ahnen. Mauer 3, die gestörten Bindungen. Erfahrungsberichte. Mir persönlich war es auch nicht leicht gewesen, obwohl es mir im Verhältnis der Familie gegenüber doch besser ging. Denn ich hatte morgens, mittags und abends mein Essen. Ob meine Familie das hatte, von dem wenigen Sozialgeld, das ist eine andere Frage. Das Einzige ist, die Kinder rufen dann morgens immer das allererste. Wenn er da ist, nicht so. Aber wenn er weg ist, dann rufen sie meistens immer das erste Wort Papa. Und laufen dann durch die ganze Wohnung und suchen ihn. Meistens habe ich den Pfarrer bei berufen. Aus dem Grunde raus, weil er mehr Besuchszeit gab, über eine Stunde und so weiter. Und weil man sich da öffentlich, also öffner, unterhalten konnte. Also ziemlich offen. Und der Mann hat nicht darauf geachtet, wie die Beamten auch. Und wenn Ihre Frau dann weggegangen ist, ja, dann waren Sie dann erleichtert oder waren Sie unglücklich? Da war der große Theater da für mich. In der Zeit, als Ihr Mann in Haft gewesen ist, wie haben Sie sich da gefühlt, so alleine gelassen zu Hause? Sehr schlecht. Die Kinder waren alle kleine, ich hatte viel Lauferei. Wird der Ernährer eingesperrt, herrscht draußen finanzielle Not. Der Arbeitslohn reicht kaum für den Gefängniseinkauf. Und die Familien draußen plagen sich mit Behördengängen. Überwachung drinnen wie draußen. Mauer 4, der soziale Abstieg. Erfahrungsberichte. Also ich bin gelernter Zimmermann. Ich habe mich 2-3 Mal beworben. Und dann später kam ich wieder. Da wurde mir dann zur Antwort gegeben, ja, tut mir leid, es waren Bewerber da gewesen. Die waren qualifizierter wie Sie. Bitte schön, tschüss. Ja, wenn Sie in das Zimmer reinkommen, dann wird erstmal die Akte rausgeholt, ob Sie überhaupt Geld kriegen oder nicht. Und wenn es dann so ist, dann müssen Sie dann jeden Monat, aber auch jeden Monat, in der Zeit, wo der Mann nicht da ist, dahin. Und dann werden Sie erstens schief angeguckt, zweitens, wie soll ich Ihnen das erklären, die reden irgendwie komisch, als wenn sie sagen würden, du bist ein Arschloch, du gehörst überhaupt nicht hierhin. Was willst du überhaupt von uns? Geh doch arbeiten. Also ich kam nicht so viel, dass ich leben konnte. Und dann habe ich schon, also ich durfte dann mal einen Antrag machen. Ja, und dann habe ich dann auch bekommen. Da kamen sie dann eingucken, in die Schränke gucken, ob das auch nötig war. Dann hatte ich ein Schlafzimmer. Dann hat der Mann das gesehen und sagte, das wäre doch nicht nötig. Das wäre Luxus. Sag ich dann, wo meine Kinder denn schlafen sollten. Keine Antwort hier. Es ging ihr rundum, was ich so von meiner Frau hörte, sehr schlecht. Da bin ich dann dahin gelaufen, für eine Dose Milch oder dahin gelaufen. Ich bin bei meiner Mutter gelaufen, dass ich für meine Kinder was bekam. Man muss versuchen, über die Runden zu kommen. Wenn man es nicht macht, muss man hingehen, muss sich irgendwo Geld leihen. Oder man geht sich bei Nachbarn oder sonst irgendwo Nahrungsmittel holen, damit man überhaupt was für zu leben hat. Zu viel für zu sterben, zu wenig für zu leben. Das wissen die Großbanken. Sie geben den Schwachen selten Kredit. Kleine Banken machen dagegen große Versprechungen. Sie wittern ein Geschäft mit den Schwachen.
Knebelverträge und Wucherzinsen bis zu 30% sind keine Seltenheit. Verstrickt in ihrer finanziellen Nöte suchen die Gestrauchelten Hilfe. Aber sie laufen gegen die fünfte Mauer. Sie treffen auf hilflose Helfer. Die Furcht ist groß, offene oder versteckte Ablehnung zu erfahren. Misstrauen und eigenes Fehlverhalten provoziert die Helfer. Unbeholfenheit auf der einen und Überforderung auf der anderen Seite. Nur wenige Helfer bieten Entschuldungshilfe an. Zu wenige. Warum ist gerade diese Beratung so wichtig? Ein städtischer Sozialarbeiter. Die Stadt hat hier die Möglichkeit, als Machtfaktorbehörde sich an eine solche Bank oder an einen Kredithalt zu wenden, um ihn irgendwo in eine soziale Verantwortung zu zwingen, um ihm klarzumachen, dass er die Schuld, die Abtragung der Schuld entweder vermindern muss oder einer Vergleichssumme zustimmen muss, um die Schuld abzulösen. Das kann der Haftentlassene und seine Familie, die können das nicht mehr, weil sie nicht die Kraft und Energie dafür haben. Aber die Gemeinde als Behörde hat hier so viel Autorität, dass sie das durchsetzen kann. Ohne solche Hilfe wird eine alte Schuld durch eine neue abgelöst. Sie wird zum Auslöser für die nächste Tat. Geld, Wohnung, Arbeit. Um diese drei Dinge dreht sich alles bei einem Strafentlassenen. Die Aufnahme in einer Wohngemeinschaft, das ist ein seltener Glücksfall. Als Spitzel im Dienst der Justiz werden viele staatliche Bewährungshelfer abgelehnt. Gegen solche Vorurteile kommen oft nur die kirchlichen Helfer an. Zurückgezogen sträuben sich die meisten Strafentlassenen gegen alles, was nach Staat riecht. Auch gegen dessen Hilfe. Auf Ansprüche wird verzichtet. Die Ämter werden zu Feinden erklärt. Eine Sozialarbeiterin der evangelischen Diakonie. Ich sehe es als meine Aufgabe an, mit den Leuten diese Dinge zu üben, sodass sie allmählich zur Selbstständigkeit gelangen. Weil ich auch die Realität im Moment nicht verändern kann. Ich kann also die Verwaltung nicht verändern. Und daher ist es jetzt meine Aufgabe, einfach mit den Leuten diese Dinge zu üben. Ein staatlicher Bewährungshelfer auf dem Weg zu einem seiner Schützlinge. Schon in der Zelle soll auf die Freiheit vorbereitet werden. Guten Tag. Ich wollte gerne zu Herrn Eichhoff, Franz. Ja, darf ich Ihren Dienstort zuerst mal sehen? Bewährungshelfer, kommt wegen der Entlassungsvorbereitung. Ja, ich bin angemeldet. Eichhoff, Franz, ja, danke schön. Bitte schön, nehmen Sie bitte Platz. Solche Besuche sind kurz und selten. Die Bewährungshelfer sind überlastet mit zu vielen Fällen. Und ihre Zusammenarbeit mit den Vollzugsbeamten ist schwierig. Die Aufgabenteilung ist starr und selten effektiv. Der Gefangene wird verschlossen und verwaltet. Akten werden hin und her geschoben, Bescheide erteilt. Jeder handelt korrekt, aber nur in seinem Bereich. Keiner ist für ihn als ganze Person zuständig. Vielleicht mit Ausnahme des Gefängnispfarrers. Und wir alle? Wie reagieren wir als Gesellschaft? Meine Erfahrungen sind die, das kann ich immer wieder nur betonen, dass die Gesellschaft draußen überhaupt nichts macht, dass sie hingeht und alles den Gerichten überlässt, dass sie sagt, Richter, Staatsanwälte, Rechtsanwälte, macht mal, kümmert euch um das Problem, wir haben da nichts mit zu tun, wir drehen uns ab, ist nicht unser Problem. Wirklich nicht unser Problem? Die unsichtbaren Mauern zu erkennen, ist Voraussetzung für wirkungsvolle Wiedereingliederung in der Gesellschaft. Jeder Einzelne kann Stein für Stein die unsichtbaren Mauern abtragen helfen.
Ja. Meine Damen und Herren, das war Unsichtbare Mauern, der Film, den wir heute präsentieren wollten. Kollege Meusch hat es eben schon erzählt, ein sehr mutiger Film, der aber, denke ich, heute auch noch Aktualität hat. Ja, wir haben hier im Saal ein Mikro. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Kommentare zu dem haben, was Sie gesehen haben oder was Herr Meusch am Anfang berichtet hat, dann nutzen Sie das gerne. Ansonsten auch an unser Streaming-Publikum draußen die Aufforderung, beteiligen Sie sich auch gerne an unserer Diskussion. Gibt es Fragen, Kommentare? Das sind bestimmt andere Bilder, oder? Nach oben mehr. Es ist natürlich ein Film, der ist aus für Generationen gemacht worden. Die sind jetzt in Haft. Und zwar viele Männer, weil die Senioren sind, wenn sie noch leben. An Aktualität ist der Film. Nein. Ich habe innerhalb von Corona im Duisburger Projekt gelesen. Und zwar aus Büchern, aktuellen Büchern aus, unter Haftbedingungen geschrieben und über dieses Leben hinter Gittern. Das ist ganz anders, als der Film das hergibt, das muss ich schon sagen. Ich habe in Erinnerung, ein großer Prozentsatz der Menschen in Haft sind Männer. Und zwar überaus viele, über Generationen inzwischen, 18 und 25 Jahren. Natürlich bringen sie ihre Sozialisation mit, das ist auch richtig. Aber sie sind gewalttätig, sie sind nicht nur draußen bei uns, mit uns gewalttätig, sie sind auch in Haft gewalttätig und untereinander gewalttätig. Sie machen Geschäfte, sie machen die nicht nur draußen, sie machen sie auch drinnen. Es gibt keinen Unterschied zwischen drinnen und draußen. Also das ist schon ein bisschen anders dargestellt worden, ja. Ich muss Ihnen sagen, das ist so richtig, sowas habe ich lange nicht mehr gesehen. Das hat schon was. Es ist komisch eigentlich. Dieser Film ist ganz realitätsfern. Frauen sind selten gewalttätig. Und Frauen haben ganz andere Relikte und der Prozentsatz der Frauen hinter Gittern ist verschwindend gering. Wir reden über gewalttätige Männer. Und nicht nur Männer, die mit uns leben, sondern auch Männer, die zu uns kommen. Das heißt, die ihre Geschichte mitbringen und sich nicht anders definieren als über Gewalt. Deshalb ist dieser Film auch mit der Arbeit. Natürlich gibt es Schwierigkeiten, wenn die Leute keine Ausbildung machen. Aber wir haben oft eine gute Haftsituation für Leute, die lernfähig sind. Das war da nicht. In den Jahrzehnten später haben wir ganz andere Haftbedingungen gehabt. Wir haben offenen Vollzug, wir haben teiloffenen Vollzug. Und es gibt Möglichkeiten zu arbeiten oder zu lernen und was zu tun. Es gibt die Forensik, das sind ja alle Sachen, die gibt es ja überhaupt nicht. Ich arbeite im sozialräumlichen Projekt und wir hatten Leute, die haben aus der Forensik mit mir gearbeitet und ich muss Ihnen sagen, es hat wirklich geklappt und die sind auch nicht mehr rückfällig geworden. Also ich weiß, dass das, was ich da gesehen habe, ganz weit weg ist, dazwischen liegen Jahrhunderte fast. So hat sich der Strafvollzug reformiert. Und zwar durch Druck. Auch die Bevölkerung hat jetzt, außer es bei sexueller Gewalt, bei sexuellem Missbrauch, bei extremem sexuellem Missbrauch, und der hört nun mal nicht auf. Und jetzt kommt noch was dazu. Diejenigen, die hinter Gittern gehören, das sind aus meiner subjektiven Sicht die Lichtgestalten, die Vorbilder. Wenn die nämlich in Haft kommen, dann sind die ganz schnell wieder raus, bekommen Bewährung und die besten Voraussetzungen. Die bekommt ein ganz normaler Mensch so nicht unbedingt. Manche Delikte, die in Haft führen, zum Beispiel wiederholte Schwarzfahren, sollte eigentlich aus meiner Sicht, und darüber rede ich seit fast 30 Jahren, eher
wie ein Schwarzparken, also eine Ordnungswidrigkeit, definiert werden und durch Sozialstunden abgegolten werden. Denn Haft macht Menschen zu anderen Menschen. Und die hat noch nie, in dem niedrigschwelligen Bereich, noch nie jemandem geholfen und genützt. Also das müssen wir eigentlich noch beenden. Mhm. Vieles ist viel besser geworden. Ja, danke. Da liegt natürlich auch eine ganze Zeit dazwischen. 1981 ist tatsächlich lange her. Es war ein anderes Jahrhundert, ja. Trotzdem, die Zahlen sprechen ja auch Bände. Es gibt immer noch 45%, die rückfällig werden. Und ja, vieles vollkommen d'accord. Es war ja auch keine Frau in Haft gezeigt worden. Das waren ja die Frauen der Männer in Haft. Frau Mechmann, haben wir Beiträge aus YouTube? Noch nicht. Okay. Gibt es hier im Saal noch jemanden, der was zu sagen hat? Matthias, möchtest du noch was ergänzen, zusätzlich zu deiner Einleitung? Also, mir fällt jetzt nichts ein. Nee, dass der Film natürlich einen Ausschnitt zeigt. Achso, ich habe das Ding, oder? Also, der Film zeigt natürlich einen Ausschnitt aus dem großen Bereich des Justizvollzugs. Ja, also, Forensik taucht da nicht auf, klar. Ist ein ganz anderes Thema, ja. Logisch. Und die Haftanstalt, die gezeigt wird, ist natürlich eine besondere. Ne? Rheinbach ist die für die dicken Fische. Also. Genau. Ja, und ich kann nur dafür plädieren, dass Sie sich auch nochmal unsere Ausstellung angucken, wo wir diese ganzen Bereiche, die es auch heute gibt, und, dargestellt haben. Natürlich ist das richtig. Aber ich war selbst erstaunt, dass ich eben auch Fachstimmen aus den Jahren 2018 und 2020 gefunden habe, die ein ziemlich düsteres Bild gezeigt haben vom Strafvollzug heute noch. Ja, und das kann man, glaube ich, auch nicht übergehen. Ja. Und das ging dann mehr so in die Richtung, was in dem Film geschildert wurde. Sicherlich sind die, es ist ein vielfältiges Bild, natürlich, ja, gar keine Frage. Ich beispielsweise auch in Vorbereitung der Ausstellung der Vortragsreihe gab es, ich weiß das Jahr jetzt nicht mehr, ein Heft aus der Reihe aus Politik und Zeitgeschichte über Strafvollzug, sehr lesenswert. Das auch zeigt, dass es offenbar sehr länderspezifische Unterschiede im Strafvollzug gibt. Und NRW ist da nicht am Ende der Kette, sondern eher, gerade was offenen Vollzug angeht, eher weiter vorne. Genau. Ja. Ja, noch weitere Fragen oder Kommentare? Frau Mechmann, haben wir irgendwas bei YouTube? Der Stream schläft. Nein, der schläft gar nicht, aber der Stream möchte sich aktuell noch nicht beteiligen. Alles klar. Ja, dann will ich das jetzt auch nicht länger rauszögern. Ich kann Sie nur ermuntern, schauen Sie sich gerne auch noch unsere Ausstellung an. Sie ist, wie gesagt, wirklich sehr vielfältig und vieles, was jetzt im Kommentar gesagt wurde, kann man darin auch wirklich sehen und zeigen ja auch die Vorträge, die wir noch haben, also wie beispielsweise dieses Projekt Podknast, was ja tatsächlich auch ein Beispiel für anderen Strafvollzug ist. Ja, ich lade Sie herzlich dazu ein, nächste Woche wiederzukommen, wenn Bastian Flermann kommt. Dr. Bastian Flermann ist der Leiter der Mahn- und Gedenkstätte in Düsseldorf. Es wird ein Düsseldorfer Thema sein, aber eine sehr interessante Justizvollzuganstalt ja, eine interessante Geschichte im Nationalsozialismus auch und vor allen Dingen komplett aus den Quellen des Hauses hier erarbeitet. Ja, ich danke allen Beteiligten, die den Abend hier heute möglich gemacht haben, dem Technikteam, Frau Mechmann, Matthias Molsch, den Kolleginnen, die alles vorbereitet haben, die die Ausstellung mit aufgebaut haben. Und ja, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und das auch in die Runde an den Bildschirmen bei YouTube.